Pizzabäcker Joe hat, weil er schlau ein Café gepachtet, nahe bei einem Bau. Denn Schlag 12 ist, wie es ja sein soll, seine Bude immer rappelvoll. Kaum hört man um 12 die Sirene pfeifen, lassen alle fallen, was sie gerade greifen. Die Mittagspause ist vorbei. Es stöhnt der Joe. Oh wei, sieht er die dreckigen Teller stehen. So kann es nicht mehr weitergehen. Und weil er gut erzogen ist und niemals flucht, hängt er ein Schild raus, dass er Hilfe sucht. Das sieht der Paul und denkt, was kann's denn schaden? Ich sehe mir mal von drinnen an den Laden. Das Mützchen flott aufs Ohr gedrückt, dem Chef ihr froh entgegenblickt. Aha, eine Pizza soll es sein und gleich. Na, Paulchen, werden dir die Knie weich? Bum, bum. Was ist? Ach, eine Reklamation. Eine Pizza war's, glaube ich. Die kommt ja schon. Rasch auf den Teller, das knusprige Ding. Nun, sehen Sie mal, wie schnell das doch ging. Es ist die Pizza mit Holzuntersatz, nicht das Richtige für Zähne und Zahnersatz. Es ist mit all den vielen Schutzgesetzen für Lehrlinge schon eine Qual. Jetzt muss man selbst zum Frühstück Kohlen wetzen. Das mit dem Stift zum Kiosk jagen war einmal. Doch heute will der Dicke mal was anderes versuchen. Vielleicht genügt's, wenn er den Zettel runterschickt. Er hat ganz plötzlich Appetit auf Kuchen. Der Chef hat die Bestellung schon erblickt. Es fließt aus der Maschine flüssiger Zement, der seinen Weg durch diesen Holzschacht kennt. Der Riss im Schacht ist nicht im Sinn der Sache. Und dieses Lüftungsrohr auf dem Kaffeehausdache befördert den Zement gar schnelle in eines Telefones enge Zelle, wo selbst der Pizza-Joe sich gerade versteckt und hofft, dass ihn der dicke Vorarbeiter nicht entdeckt. Zweites Mal schwebt die Bestellung runter, das Paulchen rührt in seiner Schüssel munter. Es kündigt ihm der dicke Mann sein Eintreffen in 5 Minuten an und wünscht einen Auflauf mit Blaubeeren. Der Paul verspricht, ihm einen Auflauf zu bescheren. Doch als der Dicke schließlich kommt, geht alles in die Hose prompt. Die Beeren aus Plantagen vom Äquator geraten leider in den Ventilator.
Das hat der dicke Krumm genommen. Mit Mühe sind sie ihm entkommen. Und Paulchen denkt, und wenn ich so eine Bude erbe, ich bin kein Typ fürs Gaststättengewerbe.